Willkommen bei Gartenbob, heute mal wieder aus dem neuen Garten. Jetzt geht es um Birnengitterrost. Wir haben hier, fangen wir an bei der ersten Birne. Ja, man sieht schon leichten Befall. Ja, man sollte vorher spritzen. Der Birnengitterrost, das ist ja ein Pilz, überwintert im Wacholder. Ja, nun sagt man in eurer Nachbarschaft, die sollen alle ihre Wacholderbäume fällen oder Sträucher. Das werden sie nicht machen. Auch wenn ihr eine Ersatzpflanzung anbietet. Ja, so. Jetzt kann man mit Brennnesselsud die Pflanze stärken und übergießen. Also die Birne jetzt hier. Das ist aber bei Birnengitterrost sehr schwer, um den Pilz zu bekämpfen. Und das, man sollte da nicht so achtlos sein, weil der sich übelst vermehren kann. So, und da habe ich mir gesucht, einen Pilz frei. Gibt es auf Biobasis, die Flasche ist schon etwas älter. Ja, da habt ihr Messbecher noch dazu, habe ich schon gemacht. Und hier dann mit Wasser aufgefüllt und dann wird das gesprüht. Gibt es auf Biobasis, ja, also die Fungizide, also die gegen Pilze sind, muss man jetzt nicht unbedingt reine, synthetisch hergestellte Mittel nehmen. Ja? So. Auch wenn es ein Biomittel ist, ich möchte es aber nicht einatmen, habe ich also hier einen Atemschutz, kennen wir ja jetzt mittlerweile alle, und setze noch eine Brille auf. Und Windrichtung kommt von da, also stelle ich mich natürlich nicht so hin, sonst habe ich das ganze Sprühmittel im Gesicht. Ja, dann pumpen wir erstmal auf. Ach, ich glaube, das habe ich schon mal gesehen. Es gibt doch so eine kleine Handsprühflasche. Ja, jetzt wäre jetzt. Muss nicht unbedingt so eine große sein. Oder so eine Pumpflasche, ja, so eine kleine. Ja, bis so eine kleine Birne hat, man muss nicht gleich so einen großen Behälter kaufen. Ach so, und diese bestimmten Mittel, die passen auch ein Apfelbaum jetzt zum Beispiel gegen Pilzbefall. Ja, ich sprühe damit dann gleich alles. Das müsst ihr bloß gucken, dass das Mischungsverhältnis stimmt. Aber da habe ich schon lange mit, ich sag mal, nicht rumgedoktert, sondern probiert. Das haut dann nicht mehr hin. Lieber ein bisschen weniger. Ja, lieber spritzt da einmal mehr. Das steht auf der Packungsbeilage mit drauf, wann die Spritzzeiten sind. Ja. Hier wäre es jetzt schon zu spät. Ich hätte, sagen wir mal, sprühen müssen vor dem Blattaustrieb. Aber da hätte ich ja das jetzt nicht zeigen können. Ja. So, jetzt sehe ich aus wie ein Mossmännchen und los geht's. Richtig schön kräftig einsprühen. Dann muss ich mal hier durch meinen durchkrabbeln. So, das reicht schon erstmal. Ja. Ja. Und langsam machen. So, das war's in Sachen Birnengitterrost. Dann wünsche ich euch allen dann eine schöne Ernte. Ich hoffe auch wieder. Bis zum nächsten Mal.